Ich möchte auf die Umweltproblematik mit etwas Schönem, mit dem, was ich kann, mit meiner Leidenschaft aufmerksam machen. Sind die Kleider also schön, aber auch tragbar? Und ist die Umweltverschmutzung somit tragbar? Es erwartet Sie eine etwas andere Modenschau. Meine Kreationen sind überwiegend aus wiederverwertbarem Plastik hergestellt. Es kommen Hanna. Wir präsentieren Regenmäntel. Es kommt Lotte. Hier sehen Sie den nächsten Regenmantel. Einmal Hanna, einmal Lotte und einmal Nathalie. Hier sehen Sie jeder Melo. Jeder kommt aus Rio. Es lag sehr nahe, die brasilianische Fahne in Gelb und Grün an ihr zu gestalten. Es beglückt uns Monika. Als nächstes kommt Gloria. Manchmal ist es ganz leicht, Plastik zu entdecken. Man muss nur ein wenig nach rechts und links schauen. Sogar in der Nachbarschaft findet man einfach auf dem Boden liegen oder in einer Ecke stehen Plastik, was schon mal verwendet wird oder verwendet wurde und hier seinen Einsatz wieder gefunden hat. Du réveil, je me suis allumée sans un éclair, sans même un brasier. Juste une lueur à mon intérieur, ta chaleur a su trouver mon cœur. Mais demain, oui demain, etwas anderes luftgepolstertes Material. Ich erinnere mich, es kommt sogar aus Dänemark. Es wurde ein Laden eingerichtet und naja, ich habe es halt mal aufgesammelt. Auch Lotte präsentiert das gleiche Material. Es erscheint Inka. Sehen Sie Letizia.
was von einem dänischen großen Möbelhaus. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel dazu sagen. Es war eine ziemlich kaputte Tasche. Ja. Als T-Shirt oder als Kleid. Ein bielastisches Material genommen, was sehr dehnbar ist, damit es einfach noch mal ein bisschen schöner aussehen kann. Danke, Ute. Das ist jetzt die Blumenwiese. Vorher war Letizia eine Knolle, eine Zwiebel sozusagen. Und jetzt ist sie in ihrer vollen Blüte aufgegangen. Es kommt Eva, eine Dampfsperre, die man auch wieder auf den Häusern findet, damit das Wasser nicht in die Häuser dringt. Auch dieses Material kam zu mir, weil ein großer Ausbildungsbetrieb gerade am Bauen ist und das einfach nicht in den Mülleimer werfen wollte. Jetzt kommt die Natalie. Ja, zu diesem Plastik muss ich jetzt gar nichts sagen, weil ich glaube, das kennt jeder. Als nächstes kommt Berit. Vier starke Männer. Berit fährt aus Thailand Plastiktüten umher. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Plastiktüten sogar aus unseren Landen nach Thailand gekommen sind. Und ich habe sie im Frühjahr, sie waren einfach in meiner Tasche und was lag nahe, ja, Berit damit zu beglücken. Thank you.